Holzlanz! Fern! Left! Ich darf auf der Bühne begrüßen Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg. Dann Franziska Freifrau von Stetten, Johannes Freiherr von Zeppelin, Arnulf Freiherr von Eid. Wir haben sogar noch eine ehemalige Weinkönigin, eine ehemalige Hohenlohe Weinkönigin hier. Begrüßen Sie noch mit mir Jasmin Knörzer. Ich glaube, ich kann von der Zeit als Weinkönigin viel auch in die Zeit als Gemeinderätin mitnehmen. Ja, da muss jetzt einfach die Zeit ein bisschen schauen, was ich denn alles mitnehmen kann, denn so lange bin ich ja noch gar nicht Gemeinderätin. Aber in der Zeit als Weinkönigin hat man natürlich immer viel mit Kommunalpolitikern zu tun gehabt und hat erfahren, was das Amt bedeutet. Und das jetzt aus der anderen Perspektive zu sehen, ist total spannend, ja. Dann fragen wir mal den Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg. Sie haben Verbindungen bis nach Großbritannien, Königsfamilie. Was bedeutet diese Verbundenheit zum britischen Königshaus für Sie persönlich auch? Also ich würde natürlich lügen, wenn das nicht spannend wäre, wenn man nach England eingeladen wird und dorthin zu gehen. Welche anderen 98 und 94 oder 93, weil die Königin ist, laden einen ein und man rennt auch hin. Es ist ein respektvoller und ein familiärer Umgang. Es macht Freude, hinzugehen. Das Interesse von Ihnen, speziell auch dem Philipp oder dem Onkel Philipp oder Prinz Philipp oder wie auch immer man jetzt sagt, ist am hohenlohischen Leben oder an der Entwicklung des Schlosses sehr intensiv. Er hat ein unglaubliches Gedächtnis und es fasziniert mich. Also ich kann mit ihm über das Schloss reden vor dem Brand, den ich nicht erlebt habe und was seine Kindheit war. Also er weiß genau, wo man sich verstecken konnte und wo die Plumpsklos waren und was es so alles in dem Schloss gegeben hat vor dem Brand. Und somit ist es immer wieder faszinierend, was er sich erinnern kann. Und natürlich haben die beiden so viel im Leben erlebt, dass es dusselig wäre, wenn man nicht darüber reden würde mit ihnen und die Chance nicht nutzen würde. Sie waren 2011 bei der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton. An was erinnern Sie sich da noch? Das war ja die große Hochzeit des letzten Jahrzehnts. Was war da los? Was haben Sie in Erinnerung? Ein Haufen Leute. Also ich bin Gott froh, dass ich nicht hätte so heiraten müssen, wie viele Menschen die da gesehen haben. Aber die Stimmung war natürlich unglaublich. In ganz London war eine Einheit und diese Straßen waren voll. Wir durften ja dann mit dem Bus dann wieder zur Kirche und von der Kirche fahren. Unglaublich, was da für eine Einheit und eine Unterstützung gespürt hat. Das tut dem Land sicher gut. Also so eine gemeinsame Institution zu haben, an die alle hinschauen, an die alle aufschauen, an denen sie mitmachen können bis zum gewissen Rahmen, tut einem Land sicher gut. Ich behaupte jetzt nicht, dass es hier fehlt bei uns, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, in der Tradition, die England lebt und ist, gehört das Königshaus dazu und das war beeindruckend, an so einem Tag erleben zu dürfen. Ihre Oma, ist das richtig, war eine geborene Prinzessin zu Griechenland und Dänemark? Das heißt, Verbindung gibt es dahin auch. Wird das heute noch gepflegt, diese Verwandtschaft auch? Ja, das ist ja die älteste Schwester von Prinz Philipp von England. Sie ist in Griechenland geboren. Das griechische Königshaus sind Dänen und das dänische Königshaus sind Schleswig-Holsteiner. Und somit sind sie eigentlich Norddeutsche sozusagen. Aber ich gebe zu, ich war öfters in Griechenland als in Norddeutschland. Und auch nach Dänemark kommt man hin und wieder. Also ja, natürlich gibt es da genauso Beziehungen hin, wie ich es in der Polen habe. Das hat jetzt mit dem Land nichts zu tun, sondern natürlich mit den Persönlichkeiten. Und in dem Fall ist sie halt meine Großmutter und die Schwester von Prinz Philipp von England. Und das gehört halt zu der historischen Geschichte der Entwicklung der verschiedenen Länder. Vielen Dank fürs Philipp. Dann fragen wir doch mal die Frau von Stetten. Nicht die einzige Dame in der Runde, Gott sei Dank, aber trotzdem die einzige Adlige hier in der Runde. Also ist es eher so Ihr Eindruck, dass sich die Damen der Zunft dann eher etwas zurückhalten oder ist das ein Fehleindruck, den ich habe? Ja, ich denke, das hat wie in der Gesamtgesellschaft mit zu tun. Also es ist halt einfach früher männlich geprägt gewesen und die letzten Jahrzehnte hat sich es einfach verändert. Die Frau ist nicht nur Anhängsel,
sondern sie steht auch ihre Frau, aber auch in den Adelsfamilien oder wie in jedem erfolgreichen Unternehmen oder ob es eine Gaststätte oder eine Metzgerei oder sonst irgendwas ist. Es hat schon immer die starken Frauen daneben gegeben, dahinter gegeben und das heißt nicht umsonst, neben jedem erfolgreichen Mann steht auch eine starke Frau. Und heute, denke ich, ist es einfach so, dass sich das ändert. Auch in den Königsfamilien werden ja jetzt auch Frauen als Königinnen dann nur nicht mehr nur der erstgeborene Sohn, sondern die Erstgeborene, egal ob weiblich oder männlich, dann entsprechend dann das Staatsoberhaupt oder das Königsoberhaupt sein. Und so ist es halt auch heute im Adel, wie auch in der Gaststätte, Hotellerie oder sonst irgendwas, wenn es eine Tochter gibt, die sagt, sie möchte das machen, sie bleibt zu Hause, dass dann der Ehemann auch dann dorthin zieht und dann auch die Frau im Fokus mehr steht, glaube ich, wird immer mehr werden. Mhm. Viele Familien haben auch nur noch ein, zwei Kinder, da gibt es vielleicht auch nur zwei Mädels, dann hat man sowieso die älteste Dame, aber ich denke, es wird sich weiter verändern, wie die Gesellschaft sich insgesamt verändert. Schauen Sie in die großen Unternehmen, gibt es auch noch sehr wenige Frauen und es ist einfach immer noch eine Männerdomäne in vielen Dingen. Aber die Zukunft wird es zeigen, es wird sich ändern, bin ich sehr positiv. Ich auch. Jetzt kommen Sie ja aus einer Familie, die auch sehr bekannt ist. Ihr Vater ist Professor Wolfgang von Stetten, Ihr Bruder sitzt im Bundestag, der Christian von Stetten. Man kennt ihn. Wie kann man sich das so vorstellen? Wie ist da die Arbeitsteilung oder... Gibt es da mal so Treffen, wo man sagt, okay, jetzt Bruder ist nicht da, jetzt übernehmen Sie mal eine Woche die Geschäfte oder wie muss ich das vorstellen? Nee, andersrum. Andersrum? Andersrum. Ich bin die Geschäftsführerin mit meinem Papa. Mein Bruder ist Bundestagsabgeordneter mit Leib und Seele und ist dort wirklich sehr, sehr, sehr engagiert und viel in Berlin und auch hier unterwegs im Landkreis Schwäbisch Hall und Hohenlohe. Und ich und mein Vater führen die Geschäfte der Seniorenresidenz in Stetten und dort sind wir diejenigen, die auch das leiten mit Leib und Seele. Und Christian ist derjenige, der dann, wenn mein Vater nicht mehr so viel machen wird, derjenige sein, der sich mehr um die Burg kümmert. Das ist schon so auch gut und richtig, weil ich genug zu tun habe mit unserem Betrieb. Und das ist schon alles in seinen richtigen Richtungen. Und deswegen ist es einfach schon vorher schon auch so geregelt und es ist so groß geworden mittlerweile, dass es auch gut zwei machen können. Vorher hat alles mein Papa in Personalunion gemacht, aber jetzt mittlerweile ist es so gewachsen, dass das dann auch sehr gut mit zwei zu machen ist und ist auch gut. Ich habe genug zu tun und mein Bruder kann sich um Burg kümmern, Renovierungen und all das. Das ist ja alles immer sehr, sehr viel Aufwand. Ja. Jeder, der so ein großes Haus hat, weiß, was das bedeutet und deswegen ist es gut geteilt schon. Dann passt das ja. Vielen Dank, Frau von Stetten. Dann fragen wir mal den Herrn Freiherrn von Eib. Sie gelten so gemein, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, Sie gelten so gemeinhin als auch so eine Art Botschafter des Hohenloher Landes. Sie versuchen immer sehr Hohenlohe nach außen gut zu vertreten. Wie ist das so, wenn Sie das versuchen, auch im Landtag zum Beispiel, was hören Sie da? Hören Sie da Hohenlohe, kenne ich nicht, oder Hohenlohe, habe ich schon mal gehört, oder Hohenlohe, ja natürlich, das Land der Burgen und Schlösser. Wie ist so Ihr Eindruck? Ich gebe mir größte Mühe, allen Menschen zu sagen, wo Hohenlohe ist. Und manchmal kommen ja auch Schulklassen in den Landtag und manchmal hat man die Aufgabe, dass ein Kollege sagt, ich kann die Schulklasse aus meinem Bereich, zum Beispiel aus Schondorf, nicht betreuen, kann das jemand machen? Und dann springe ich da ein und dann frage ich immer, ich wüsste eigentlich, wo Hohenlohe ist. Und dann gucken die sich an, der eine oder andere sagt, ich glaube, meine Oma wohnt in Hohenlohe. Dann bin ich schon mal zufrieden und dann muss er aber den anderen Schülern sagen, wo genau seine Oma wohnt. Oder wenn ich in Radolfzell bin oder in Konstanz oder in Karlsruhe, es gibt keine Veranstaltung, wo ich nicht versuche zu erklären, wo Hohenlohe ist. Aber es sind schon viele, die es kennen. Aber es gibt noch viel zu viele, die wissen, wo der Bodensee ist, aber nicht, wo Hohenlohe ist. Und ich versuche das jeden Tag irgendwie etwas zu verringern, den Abstand. Jetzt sind Sie ja Mitglied des Landtages und da auch in Ihrer Fraktion weinbaupolitischer Sprecher. Ist das soweit richtig? Genau, deswegen wollte ich fragen, wann wir trinken dürfen. Ja, Sie dürfen... Ja, gut. Ja, dann unterbrechen wir kurz für eine Trinkpause. Das ist natürlich kein Problem. Dann auf ihr alle wohl, ja. Greifen Sie zu, dafür steht er da. Ja, hätten Sie sich mal in die Mitte gestellt. Ja, und ich krieg mal wieder nur Wasser, ist immer dasselbe. Aber wenn es schon mal da steht, trinke ich es auch. So. Was kann man denn so, wenn man im Landtag sitzt und weinbaupolitischer Sprecher ist, was kann man so für die Region tun?
Haben Sie da irgendwann so ein klassisches Beispiel? Also man muss sich den Landtag von Baden-Württemberg und eine Fraktion vorstellen wie ein Ensemble. Da gibt es einen Dirigenten und vielleicht den ein oder zweiten, ersten oder zweiten Geiger. Und alle anderen sorgen mit dafür, dass das Gesamtkonzert funktioniert. Und es bedeutet, die Ideen, die man aufnimmt im eigenen Land, die gibt man natürlich dann in der Fraktion weiter und in den Arbeitskreisen. Und das macht man sehr häufig still und leise und erfolgreich und nicht laut. Und da kommt mehr bei raus. Und deswegen freue ich mich auch besonders, da habe ich nämlich mit dem Landrat, dem kann ich sagen, er wird adlig ungefähr in 30 Jahren. Dann heißt es, der Landrat von gestern. Und bei dem Prinz Fürst Philipp kann ich sagen, ich kann mich an den Hausbrand in Langenburg 1963 erinnern. Mein Bruder, der auch hier ist, und ich, wir haben ein Kinderzimmer in Dörzbach in unserem Schloss, das Richtung Osten geht. Und wir konnten, unsere Eltern sind im Januar 1963 bei uns ins Kinderzimmer gegangen, weil sie dachten, das Sägewerk, was ungefähr 500 Meter von uns entfernt ist, würde brennen. Aber das war nicht das Sägewerk in Dörzbach, sondern es war Schloss Langenburg, das man in Dörzbach hat brennen sehen. Man wusste nur nicht, dass es das Schloss war, aber man wusste, dass es ein riesengroßer Brand irgendwo sein musste. War sehr, sehr beeindruckend. Und einen Tag später sind wir mit unserem Vater dahin gefahren und haben das Desaster gesehen. Also ich habe meinen Vater selten mit Tränen in den Augen erlebt, aber an dem Tag war das so. Aber Sie wollten noch eine Frage. Hatten Sie noch eine Frage? Was soll ich noch beantworten? Ach. Sind Sie etwa abgeschweift? Nein, es ging darum, ob Sie was Spezifisches haben, wie Sie aus dem Landtag heraus die Region nach vorne bringen können. Ja, einmal, dass man Botschafter ist und überall sagt, bitte macht den nächsten Urlaub nicht unbedingt irgendwo in der Weltfahrt nach Hohenlohe. Man kann in Hohenlohe unglaublich genießen. Man kann wunderbare Erlebnisse haben in der Natur, man kann Kultur erleben im reinst Kulturform von Weikersheim, die vielen Konzerte vom Kultursommer, viele Aktivitäten, Burgstätten oder Schlossstätten, wo auch immer, also in Hohenlohe kann man ein ganzes Leben lang leben, ohne den Wunsch zu haben, noch viel mehr zu sehen. Ich habe den Wunsch zwar, aber man kann trotzdem sicherlich viele, viele Wochen und Monate im Jahr könnte man verbringen und es würde nicht ein einziger Tag langweilig sein, vom Kunstmuseum bis zu irgendwelchen Ölmühlen, historischen Friedhöfen. Es ist einfach wunderbar. Dazu hören wir nachher noch ein bisschen mehr. Und dann fragen wir nochmal hier, last but not least, unseren Johannes Graf von Zeppelin. Zeppelin ist natürlich ein Name, der fällt auf. Sagen Sie mir einfach bitte mal, sind Sie mit den bekannten Zeppelins vom Bodensee verwandt? Ja, also mit den bekannten oder berühmten Zeppelins sind wir verwandt, das ist richtig. Die Familie stammt ursprünglich aus Mecklenburg und zwei Brüder haben dann im späten 18. Jahrhundert dann rübergemacht von Mecklenburg nach Württemberg. Und mein Urgroßvater und der Erfinder des Luftschiffes waren Vettern. Ah ja. Und sind Sie schon mal selbst im Zeppelin geflogen? Also mit einem Zeppelin fliegt man nicht, mit einem Zeppelin fährt man. Also wir sind schon alle... Ich mache das ja extra, damit Sie ja, selbstverständlich. Vielen Dank für die Steilvorgabe. Also wir sind natürlich schon mit einem Zeppelin gefahren. Und haben wir auch mit unseren Kindern gemacht vor 2 Jahren. Und die Kinder haben gemeint, so ein Zeppelin, das ist so was Ähnliches wie ein Flugzeug. Oder er könnte die gleichen Sachen machen wie ein Hubschrauber. Haben sie dann auch die beiden Mädchen haben dann die Pilotin gefragt, ob sie nicht ein bisschen schneller fahren könnte oder ob sie mal ein Looping hinkriegt. Also ein Looping hat sie nicht hingekriegt, aber der Zeppelin hat dann ganz schön gewackelt, weil sie hat dann auch mal die Nase runtergehalten von dem Zeppelin. Also es war ganz interessant. Das denke ich mir. Ich als Ballonfahrer weiß es ja doch. Also, ja, aus dem Erbprinzen kann man durch den Tod des Fürsten selbst Fürst werden. Wie ist das bei einem Grafen? Ist man zeitlebens Graf? Wie sieht das da aus? Da ist man zeitlebens Graf, richtig. Also da kommt nichts oben drauf. Die Bedeutung der Adelsfamilien ist hier in Hohenlohe ziemlich groß. Das weiß man nicht zuletzt seit 1965, als die britische Queen hier in Langenburg war zu Besuch. Und wir haben vom SWR dankenswerterweise die Erlaubnis erhalten, den kompletten Beitrag von damals, und der geht etwa 10 Minuten, hier vorzuführen. Und mit dabei ist natürlich auch die klassische Rede, diese legendäre Rede von Bürgermeister Fritz Kronbach, der damals
die Queen in einer Mischung aus, sagen wir mal, Hohenlohig, Deutsch, Englisch, Schwäbisch Mischung begrüßt hat. Ja, Bürgermeister Kronbach von Langenburg. Your Majesty, Your Royal Highness, the citizens of Langenburg are very grateful of the visit you have paid to your Hohenlohe relatives, as it gives us the possibility to show our reverence and warm feelings for Your Majesty and Your Royal Highness. It would be an honor for us if you would kindly accept these small gifts for remembrance. The Wiebele are the traditional and original biscuit of Langenburg, already enjoyed by the Her Majesty Queen Elizabeth, Queen Victoria, and for Your Royal Highness, some samples of wine and local bread, products of Hohenlohe country. We hope that when you come the next time to Langenburg, you can stay in the rebuilt castle. Sie hörten es aus seinem eigenen Munde. Herzog Philipp fand die Rede sehr gut, wiewohl er nicht alles verstanden hatte. Also natürlich, ich bin ja erst ein paar Jahre danach geboren worden, und aber als Kind war dieses natürlich allseits präsent und die Rede war immer berühmt und die läuft ja auch bei uns im Automuseum neben dem Originalfahrzeug, mit dem damals die Queen gekommen ist. Deswegen kann ich die Rede jetzt inzwischen auch mitreden. Also das hat er auch gemacht. Natürlich ein Highlight, und wenn man in YouTube Langenburg und Queen eingibt, dann kriegt man das auch, diese Highlights dieser Rede davon, und sie sind einfach legendär. Und ich glaube, der ehemalige Ministerpräsident Oettinger hat beim Bürgermeister Kronbach sein Englisch gelernt. Ja, reden wir ein bisschen über das Touristische, also beziehungsweise was der Adel in Hohenlohe für den Tourismus tut. Das ist ja sehr mannigfaltig. Da frage ich erstmal unseren Herrn Landrat nochmal. Jetzt haben wir ja die Anwesenden natürlich hier, aber es gibt natürlich noch ein paar andere Adelsfamilien. Ich denke da an von Ragnitz eben, von Palm, von Hohenlohe-Waldenburg, der Hohenlohe-Öhringen. Sagen Sie mal ein bisschen was dazu, welche Bedeutung Sie den Adelsfamilien im Kreis beimessen. Also erst noch zu der Rede, jetzt weiß ich endlich, wie man sich als Wahlbeamter unsterblich macht. Also das muss jetzt das Ziel sein, bei irgendeinem Anlass eine solche Rede zu halten. SWR filmt mit und dann wird in 30, 40 Jahren hier noch darüber gesprochen. Aber zurück zu Ihrer Frage. Wir können als Landkreis, als Gebietskörperschaft, aber auch als ganze Raumschaft froh sein um den Adel, den wir haben. Nicht nur wegen den vielen Schlössern, das muss man natürlich auch sagen, dass, als ich frisch nach Hohenlohe kam, gefühlt in jedem Ort ein Schloss, übrigens auch noch gut erhalten. Sondern was Sie bei unserem Adel erleben, ist etwas, das Sie in der Ballung in Deutschland so kaum vorfinden. Unser Adel ist nämlich Teil des gesellschaftlichen Lebens. Und wenn Sie hier sehen, die Herrschaften und die Dame, die hier steht, sind alle engagiert im politischen Bereich, im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich. Und das ist schon eine Auszeichnung. Und wenn wir überlegen, warum unsere Raumschaft so stark ist, hat es auch damit zu tun, dass der Adel sich der Gesellschaft zuwendet. Und wenn Sie jetzt überlegen, Herr von Eyb, als Landesabgeordneter hat man keine 40-Stunden-Woche. Wenn ich denke an Konzerte auf Schloss Aschhausen, ist es auch so, dass die ganze Familie hinter dem Thema kulturelles Angebot steht. Und Graf Zeppelin ist im Übrigen auch Mitglied des Gemeinderats und Mitglied meines Kreistags. Über das Engagement der Familie von Stetten brauche ich gar nicht viel erzählen, weil sonst ist der Tag nämlich vorbei. Aber ich möchte auf das Thema von Franziska von Stetten kommen, die nämlich diese Seniorenresidenz betreibt, wo inzwischen sehr viele Senioren dort ein ganz tolles Leben wohnen und auch ein ganz familiäres Klima finden. Und Fürst Philipp, es ist ganz einfach, wer einmal auf den Gartentagen war, der weiß, dass das Schloss immer noch seine Anziehungskraft hat. Insofern ist es nicht nur das Thema Tourismus oder das Thema Kultur, sondern es sind ganz viele Lebensbereiche, wo der Adel unseren Landkreis, unsere Raumschaft bereichert. Und ich glaube, in kaum einer Raumschaft würden Sie es schaffen, dass der Adel aus zwei Landkreisen auf eine Bundesgartentagsshow kommt. Und das ist auch eben was wert. Deshalb sage ich herzlichen Dank. Wir wissen,
was wir am Adel haben. Sie haben Langenburg gerade angesprochen, aber... Ach so, die Langenburger nehmen wir auch noch mit in den Hohenlohe-Kreis, das können wir miteinander klar machen. Ich habe zu meinem Landratskollegen aus Schwäbisch Hall schon gesagt, wir können uns über verschiedene Ecken unterhalten. Also ich nehme Langenburg sehr gerne, ich nehme auch die Stadt Schwäbisch Hall, wenn wir ihr den Titel Große Kreisstadt wegnehmen. Dann nehme ich die Halle auch, aber irgendwie ist das Thema Gebietsreform gerade nicht mehr so en vogue, aber wir beide könnten uns vielleicht sogar einigen. Ich würde ein bisschen mit Mitgift noch streiten, aber sonst... Hohenlohe Kreis kann sich sowas Schönes wie Langenburg leisten. Ja, Gartentage, nicht, dass Sie wieder reingrätschen. Kommen wir mal zu den Gartentagen. Sie machen ja noch viel mehr als die Langenburger Gartentage. Ich meine, Sie haben, das Schloss ist eine Hochzeitslocation, die Orangerie. Es gibt Kongresse und Tagungen. Sie haben das Deutsche Automuseum, den Waldkletterpark, das Schlossmuseum. Gibt es noch weitere Ideen, die Sie in der Planung haben? Oder wo nehmen Sie auch die Zeit her, das alles zu managen? Also natürlich muss man versuchen, wenn man so einen Kasten hat, den man erhalten darf, dass man verschiedene Einnahmequellen findet. Letztes Wochenende, die Gartentage, haben natürlich wieder gezeigt, was für ein treues Publikum wir haben und wie beständig das Wetter bei uns im Hohenlohischen ist. Also hier in Heilbronn, muss ich sagen, kann man daran noch ein bisschen feilen. Wir hatten letztes Wochenende angenehme 25 Grad bei unserem Gartentag. Aber im nächsten Jahr finden die wieder statt, da sind Sie auch alle herzlich willkommen, nach Langenburg zu kommen. Aber natürlich ist die Vielfalt, die wir bieten, immer wieder das, was unsere Besucher schätzen. Auch einfach den gemütlichen Ausflug ins Hohenlohische fahren und Kaffee trinken im Schlosscafé oder bei dem Kaffeebauer, wo die Wiebele herkommen. Das ist immer wieder ein schöner Ausflug. Wir haben wahnsinnig viele Motorradfahrer, die zu uns kommen, weil die Region natürlich sehr verkehrsarm ist. Also wenn man nicht auf der Landstraße unterwegs ist, sondern den kleinen Kreisstraßen. Und so. Also das ist sehr schön da zum Fahren. Auch das Thema Fahrradfahren wird immer beliebter. Letztes Wochenende war, glaube ich, auch Tour der Hohenlohe. Und jetzt mit den E-Bikes kommen die Leute, inklusive mir, deutlich besser den Buckel rauf, als es vorher war. Also ich bin sicher, dass das auch noch ein Trend wird, um im Hohenlohischen schöne Tage und Urlaub zu verbringen. Heißt also, Sie haben viel Publikumsverkehr, auch im Schlosscafé, was Sie dann noch anbieten. Schafft man es da eigentlich noch irgendwie Privatsphäre zu haben? Kommen Sie noch irgendwie mal ungesehen durchs Dorf? Selten. Deswegen, wenn ich die Möglichkeit habe, Langenburg ist unser Familienwohnsitz, und aber eben auch mein Arbeitsplatz. Und wenn ich rumlaufe, gibt es nie einen Blick, der nicht nach unten geht, beziehungsweise nach oben geht, weil irgendwo ist immer was kaputt. Und deswegen suche ich mir dann auch immer ein, zwei Tage mal wegzukommen, um woanders zu entspannen. Und habe Gott sei Dank, meine Mutter lebt in Tirol in den Bergen. Da ist es auch nicht ganz scheußlich. Also ich muss dann schon tatsächlich Langenburg verlassen, um mal in Ruhe zu sein und ein bisschen wegzukommen. Denn es ist eine Riesenaufgabe und sie hört auch nicht auf und sie ist in der Nacht genauso präsent wie am Tag, weil bei jedem Gewitter ist man unterwegs, schaut in die Fenster zu, wo kommt Wasser rein, wo geht's, welche Dachziegel kommt runter, wie sieht es danach aus, laufen alle Leitungen noch. Also das geht den anderen links von mir sicher genauso und es geht auch vielen Leuten, die eine große Scheune oder irgendwas anderes haben, genauso. Also da möchte ich jetzt nicht behaupten, dass wir die Einzelnen sind, aber natürlich ist es halt eine Aufgabe, die schöne 700 Jahre Tradition, eine Familie, ein Ort zum Sitzen. Wir gelten, Hohenlohe gelten auch als die ältesten Familienbetriebe in Deutschland. Der Öhringer Weinbetrieb ist zum Beispiel, glaube ich, über 700 Jahre ein wirtschaftlicher Betrieb. Das gibt es nirgends anderes. Aber die Vielfalt, die Hohenlohe ausmacht, sind ja auch die Familienbetriebe, die heute den Wohlstand machen. Ja, und das ist, finde ich, so toll, dass es bei uns in der Gegend so wahnsinnig viele Unternehmen in der Familie geschafft haben zu wachsen. Und dass da eine neue Tradition auftaucht, die Hohenlohe stark macht, weltoffen macht, europäisch macht. Deswegen ist die Frage, wie royal ist Hohenlohe, finde ich nicht zeitgemäß, sondern es müsste eben heißen, wie europäisch, wie weltoffen, wie zukunftssicher, wie relevant ist Hohenlohe. Und ich glaube, auf all diese Fragen kann man Positives antworten. Und da ist eben diese Mischung, die Raumschaft macht, die verschiedenen Landkreise, aber eben diese vielen, vielen Unternehmer, die bei uns sind, und so wahnsinnig Tolles leisten und sich auch kulturell engagieren, wenn man den Herrn Wirt speziell hervorhebt, dann ist das schon eine Einmaligkeit,
die es selten gibt. Wo gibt es Weltmarktführer gepaart mit der höchsten Dichte an Biobetrieben? Wo gibt es eine Landschaft, die so lieblich ist wie das Jagsttal und das Kochertal, durch das man Radl fahren kann, schwimmen kann, fischen kann, sofern man es darf und so weiter. Also ich glaube, die Vielfalt, die Hohenlohe bietet, ist einzigartig. Hätte ich nicht besser sagen können. Vielen Dank fürs Frau von Stetten, fragen wir Sie doch mal. Schloss Stetten heißt Burgfestspiele und das heißt, ja, Sie haben selber schon mitgemacht, aber wie kam es denn zu dieser Idee überhaupt damals, das zu machen? Ja, die Burgfestspiele Schloss Stetten sind vor 30 Jahren geboren. Mein Vater ist schon sehr geschichtsinteressiert an sich und hat aber festgestellt, dass viele Hohenloher ihre eigene Geschichte gar nicht kennen. Und hat dann in Archiven bei uns immer geguckt und hat dann einfach tolle Geschichten sich auch vorstellen können. Und irgendwann hat er sich hingesetzt und hat die Geschichte geschrieben, hier Stetten, hier Hohenlohe. Also uns gibt es seit 900 Jahren, und also die Familie von Stetten, und mit den Hohenlohen sind wir schon früh verbunden, verbandelt und auch leider, muss man sagen, gefädet gewesen. Und die Hohenlohe und die Stetten hatten eine Burgfehde 1489. Nein. Und anlässlich der 500-jährigen Burgfehde zwischen den beiden hat mein Papa dann dieses Stück geschrieben. Und so ist diese Idee geboren. Aus dem Nichts hat er dann einen Verein gegründet, den Festspielverein, und hat dann eine Freilichtbühne aufgebaut. Da waren die kompletten Dörfer drumherum, waren da engagiert. Jeder hat irgendwas mitgebracht, mitgemacht, hat irgendwas gebaut, war richtig eine eigene Dynamik. Und so hat man dann Hohenlohe Geschichte auf die Bühne dann gebracht. Und das war eben ein Anliegen, dass man einfach die Geschichte, man lernt es auch nicht in der Schule. Also man lernt über die ganze Welt, aber die Hohenlohe Geschichte oder regionale Geschichte kommt immer zu kurz. Und es war nun mal auch wegweisend für unsere Region, diese Fehde zwischen unseren Familien. Gott sei Dank ist das nur Geschichte. Und das war die letzte legale Fehde, die man haben durfte. Das wurde dann auch verboten, diese Familienzwisten so kriegerisch auszuführen. Und so ist es geboren, und seitdem gibt es das. Jetzt sind wir im 30. Jahr. Dieses Jahr feiern wir 30 Jahre Burgfestspiele. Sehr schön. Ich habe auch Ihren Namen auf der Besetzungsliste gesehen, dieses Jahr bei Meine Leiche, Deine Leiche. Jetzt haben Sie mir gesagt, dass Sie ja eigentlich auch wenig Zeit haben, aber dafür, denke ich, nehmen Sie sich etwas Zeit. Ist Ihnen eine Schauspielerin verloren gegangen? Ich weiß es nicht, ob es an mir verloren gegangen ist, aber ich habe das sehr gern gemacht. Immer. Ich war früher immer gern auf der Bühne, weil im Grunde genommen sind wir sowieso dabei. Also die Familie organisiert, die Familie ist da, dass es läuft. Wir schauen, dass die im Schauspiel was zu essen kriegen, zu trinken kriegen, dass das Stück rund ist, dass wenn irgendwas fehlt, dann muss was geholt werden. Dann ruft man jemand an und sagt, wir brauchen noch das und jenes. Also ist man sowieso da. Und dann lernt man sowieso schon die Texte mit, weil sie wiederholen sich ja alle in den Proben. Und so hat sich das dann entwickelt. Auch beim ersten Mal war ich dann schon mit 12 auf der Bühne. Und heute ist es so, jetzt spielen wir alle 2 Jahre im Burggraben und Dinnerkrimi alle 2 Jahre in der Brunnenhalle in Schostetten im Drinnen. Dieses Jahr Dinnerkrimi Meine Leiche, Deine Leiche. Also ich bin jetzt nicht die Schauspielerin auf der Bühne dieses Mal, sondern ich springe dann ein, falls einer ausspringt. Dann lerne ich halt schnell noch den Text. Ich kenne ihn dann sowieso schon wahrscheinlich im Großteil. Oder wenn es dann alle dabei bleiben, dann mache ich den Pausenclown, also das, was dann drumherum ist und so weiter. In irgendeiner Weise bin ich dann involviert. Aber wir haben so tolle Schauspieler, die Kultur des Schauspielens leben. Denen gebe ich den Vortritt, weil die einfach, das ist für die was ganz Besonderes, daran teilzunehmen. Und die machen das ganz toll mit Herzblut. Und davon lebt ein Verein, von denjenigen, die dann auch mitmachen und weit herkommen zum Teil. Und dann Schauspielern, und das ist was ganz Wichtiges, dass man dann fürs große Stück, dann nächstes Jahr, ne, spielen wir dann letztes Jahr im Postraub von Moisdorf, war auch was Lokales, auch ein historisches Stück. Und nächstes Jahr gibt es dann Justizmord vom Kochertal oder Justizmord zu Hall. Auch wieder ein echtes historisches Stück mit viel Beigaben, natürlich dann mit Liebesgeschichte, wie es halt dann sein muss, dass es dann halt auch in die Zeit dann auch passt. Und dann haben wir dann die Schauspieler auch wieder dann im Großensemble dann nächstes Jahr dabei. Klingt, als sollte man da auf jeden Fall mal hin. Vielen Dank, Frau von Stetten. Herr von Eyb, auch Sie sind kulturell sehr engagiert. Eine der wichtigsten Kulturveranstaltungen hier, Hohenlohe Kultursommer, ich sage nur das Stichwort Schubertiade. Was hat es damit auf sich? Können Sie uns dazu was erzählen?
Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass der Hohenlohe Kultursommer ein Segen ist für Hohenlohe. Aber es gibt auch noch ein paar kleinere Veranstaltungsreihen, so unter anderem die Schubertiade Schloss Alb. Und wir hatten gestern zum Beispiel unser Abschlusskonzert, aber vorher, und deswegen ist es besonders interessant vielleicht darauf zu berichten, hatten wir mitgemacht am Tag des offenen Denkmals. Da machen wir seit Anfang an mit, mein Bruder und ich. Wir teilen uns immer die Führung und die Menschen, die zu einer Führung kommen. Gestern waren es ungefähr 70 oder 80, es waren auch schon mal 180, ist ein bisschen vom Wetter abhängig. Und dann fragen wir immer, wo die Menschen herkommen. Und die Gruppe, die ich gestern führte, da waren Menschen aus Stuttgart, aus Ilsfeld, aus Öhringen, aus Hannover, aus Crailsheim. Es ist toll, die gucken sich an, wo gibt's was, und machen sich dann auf den Weg und schauen sich Kulturdenkmale an, die man üblicherweise während des Jahres sonst nicht besichtigen kann. Und es ist schön zu erleben, wie viele Menschen dann doch sich eine Stunde Zeit nehmen, um mit uns durch die Katakomben zu gehen, durch den Garten oder durch den Park. Und die Kulturreihe, die wir vor 25 Jahren aufgemacht haben, weil wir einen Künstler hatten, der gute Verbindung in die Branche hatte oder in die Szene. Der ist längst nicht mehr künstlerischer Leiter, sondern eine junge Dame, jetzt aus Leutershausen bei Ansbach. Eine tolle Musikerin, und da wissen wir auch an den Kennzeichen Würzburg, Heilbronn, Stuttgart, Crailsheim, die nach das kleine Dörfchen Dörzbach kommen, um die Schubertiade zu erleben. Das ist ein kammermusikalisches Ereignis in erster Linie, aber manchmal gibt es eben auch etwas Leichteres. Und es ist einfach schön, es macht Spaß, macht Freude, bringt einen mit vielen interessanten Menschen zusammen. Und es sind alle Menschen, die sich dann schon mal für Hohenlohe entschieden haben und teilweise dann anschließend Hohenlohe noch intensiver kennenlernen wollen. Und das ist ein ganz kleiner Beitrag, vielleicht nicht bedeutend, aber immerhin einer. Ein kleiner Beitrag, den Sie liefern, denke ich, ist auch, dass Sie immer wieder versuchen, Nicht-Adel, sowas wie, sagen wir mal, eine Weinkönigin oder die Hohenlohe Weinkönigin oder sonstigen, auch immer versuchen, Auftritte zu vermitteln oder auch die öffentliche Bühne einfach zu geben. Warum machen Sie das? Naja, Hohenlohe ist ja vielfältig, und wir haben Möglichkeiten, die andere Menschen nicht haben. Ich bin überzeugt, alle die Menschen, die jetzt hier unten sitzen, würden so ähnlich reagieren wie wir. Wenn sie solche Schlösser hätten, was sollen sie denn machen mit den Kisten? Da muss ja irgendwie auch Leben rein. Und es ist einfach schön, wenn man mit Menschen Kontakt hat. Ich hatte kürzlich die Landjugend eingeladen. Es waren 75 junge Menschen, einfach mal zum Grillen. Ich habe schon auch die Weinkönigin und Weinprinzessin eingeladen. Hier neben mir ist ja eine frühere Weinkönigin. An ihrer Krönungsfeier war ich dabei. Und wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die Hohenlohe letztendlich ihre Hoheiten, zumindest die Weinhoheiten, huldigen, das sind die besten Botschafter für Hohenlohe. Und wenn die dann gefragt werden am Ende, was denn besonders eindrücklich war, dann sagen sie zum Beispiel der Besuch bei der Kanzlerin oder wie auch immer. Ist doch toll, wenn eine württembergische Weinkönigin aus Oberkessach nach Berlin fährt und von der Kanzlerin empfangen wird. Und die will natürlich dann auch genau wissen, wo Hohenlohe liegt, das weiß sie natürlich. Aber sie erklärt es dann nochmal charmanter, als jeder andere es könnte. Vielen Dank, Herr von Eif. Ja, Graf von Zeppelin, natürlich auch noch ein paar Fragen an Sie. Sie wohnen in Aschhausen und haben natürlich auch ein touristisches Standbein, nämlich eine tolle Location für Hochzeiten. Ist das so richtig? Und wenn ja, was bieten Sie da und von wo kommen die Leute überall her, um bei Ihnen Hochzeit zu feiern? Ja, wir haben eine Scheune, wo die Brautpaare ihre Hochzeit feiern können. Und das bei mir zu Hause in Aschhausen ist wie so ein Gemischtwarenladen. Also es ist von vielen Dingen versucht man, wie Fürst Hohenlohe schon vorhin gesagt hat, diesen Bunker zu unterhalten, also durch verschiedene Einnahmequellen, unter anderem auch durch Vermietung an Hochzeitspaare. Und die Hochzeitspaare, die kommen, ich würde mal sagen, es ist so halb-halb. Also sagen wir, die Hälfte kommt so aus dem Umkreis so von 20 Kilometern. Aber es geht dann auch weiter bis Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim. Also das lohnt sich. Jetzt ist eben schon angeklungen, Sie sind frisch im Kreistag oder sind in den Kreistag gewählt worden. Jawohl. Sagen Sie mal, aus welchem Grund haben Sie gesagt, ich engagiere mich jetzt kommunalpolitisch für meinen Kreis? Also kommunalpolitisch engagiere ich mich schon seit fast 20 Jahren.
bin Ortschaftsrat in Aschhausen, auch schon viele, viele Jahre Gemeinderat in Schönthal. Im höheren Level. Ja, es ist so langsam. Aber jetzt reicht es auch. Also sag ich mal, ich habe jetzt keine Ambitionen hier auf die gleiche Stufe zu kommen wie jetzt der Baron Eib. Aber Kommunalpolitik macht insofern Spaß, weil man auch noch als Einzelner doch was bewegen kann. Ich habe jetzt noch keine Erfahrung, wie das im Kreistag funktioniert. Wir hatten jetzt nur eine Sitzung im Kreistag und die war relativ kurz und schmerzlos. Deswegen kann ich dazu noch gar nichts sagen. Aber wie kommt man in den Kreistag? Also ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für den Kreistag zu kandidieren. Dann habe ich gedacht, naja, versuchen kann man es ja mal. Und bin dann auch reingewählt worden. Da schlage ich doch schnell die Brücke zu unserem Landrat, der ja nicht jetzt nur einen von im Kreistag hat, sondern Herr von Steppen ist auch noch dabei. Wie ist so die Zusammenarbeit mit den Fons im Kreistag? Also es ist so, wir sind ja als Landkreis schon sehr viel verwöhnt mit Adel. Wir haben beispielsweise auch einen Fürst Hohenlohe-Öhringen im Kreistag lange Jahre gehabt. Und ich denke, es ist wichtig, dass der Adel auch im Kreistag ist. Warum? Weil der Adel eben raumschaftsprägend gewesen ist und heute ist. Und deshalb finde ich es richtig, dass der Adel im Kreistag genauso vertreten ist. Und Graf Zeppelin, die erste Sitzung meiner Tat kurz und schmerzlos. Ich darf Ihnen versprechen, die nächsten Sitzungen werden länger und schmerzhafter. Für Ihnen aus Hohenlohe, gelber Sack und solche Dinge. Ne? Aber das Interessante, hat Graf Zeppelin ja gesagt, der Vorteil der Kommunalpolitik ist, dass es auf die Personen ankommt. Man kann sie in einen Kreistag, in den Gremien massiv einbringen, daneben auch seine Akzente setzen. Und das ist eben auch immer das Schöne, dass er im Kreistag so eine gute Durchmischung hat. Und ich freue mich über die Zusammenarbeit mit Herrn von Stetten, aber jetzt auch mit Graf Zeppelin, aber natürlich auch mit allen anderen Kreisräten. Aber es ist natürlich schon so, dass die, die über viele Jahrhunderte die Raumschaft geprägt haben oder über viele Jahrzehnte dann eben auch die, wie haben Sie es bezeichnet, die Bunker in die Zukunft führen müssen, natürlich eine ganz lange Perspektive in der Familiengeschichte auch mitbringen. Vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich natürlich noch eine Frage an die Frau Knörzer. Wir haben jetzt auch, das habe ich eben kurz beschlossen, Sie haben jetzt die einmalige Chance, einen der Anwesenden oder auch einen anwesenden Adligen etwas zu fragen, was Sie schon immer mal wissen wollten, so als Fastadel. Gibt es denn was, was Sie gern wissen würden? Also ich glaube, es gibt bestimmt viele interessante Themen, die man mit Frau Dr. Freiherr von Stetten oder den anwesenden Herren ausführlich besprechen könnte. Es ist ja oft so, dass man genau das will, was man nicht hat. Jetzt haben Sie ja einen Adelstitel. Gibt es einen von Ihnen, der sich vielleicht schon mal gewünscht hat, dass Sie keinen hätte? Und wieso? Buchen Sie mal mit meinem Namen ein Flugticket. Unmöglich. Es geht nicht. Nach Amerika kannst du mit dem Namen nicht mehr einreisen, wenn deine Kreditkarte irgendwie anders heißt oder sowas. Also in meinen Augen bräuchte man die Titel als Bestandteil des Namens, was sie ja heute sind, nicht unbedingt mehr im Reisepass zu haben. Aber natürlich bin ich stolz, dass ich ein sichtbares Ende einer langen Wurzel bin, die bei uns in der Gegend sitzt. Also das möchte ich jetzt nicht unbedingt in meinem Leben missen oder tauschen, aber diese Komplikationen im Internet heutzutage einen Antrag auszufüllen mit dem Namen, das geht einfach nicht. Noch jemand, der dazu was sagen möchte? Ich kann jetzt bestätigen, was der Fürst Hohenlohe gesagt hat, nämlich wir sind dieses Jahr nach Amerika geflogen und in Amsterdam hieß es, wir sind zu fünf geflogen, Papi kann nicht mitfliegen, es funktioniert nicht. Der erste Antrag mit den Amerikanern, dann bin ich einen Tag später geflogen. In Dörzbacher kommt nicht so weit. Ich kann mich aber daran erinnern, so als Kind, wenn man mal was angestellt hat, was nicht so ganz richtig war, wenn dann man gesagt hat, ha, von dir hätte man das aber nicht erwartet. Das war dann schon manchmal etwas ärgerlich. Also das kann ich bestätigen. Ich glaube, als Jugendlicher, insbesondere als Kind, merkt man es nicht. Aber als Jugendlicher weiß man selber noch nicht, wer man ist.
Und dann sind die Eltern sowieso peinlich. Das ist bei den adligen Eltern nicht anders wie bei nicht adligen Eltern. Also das ist schon eine schwere Zeit. Also weil man auch immer abgestempelt wird, das sind deine Eltern. Also denkst du genauso, du hast eigentlich keine eigene Persönlichkeit. Also für diejenigen, die einen nicht kennen, die mit denen man in der Klasse ist, natürlich, die kennen einen. Aber man hat dann schon, gerade als Jugendlicher, ich weiß nicht, wie es den anderen ging, aber ich glaube ähnlich, dann schon auch zu kämpfen, dass man selber auch wahrgenommen wird und auch sich findet. Ja, wie ist der Platz in meiner Gesellschaft? Wie ist der Platz hier, wie jeder Jugendliche kämpft? Und so ist es halt für uns auch, dass man dann halt auch einfach dann ja immer ein bisschen anders, ne, wie er schon gerade sagte, der von Eib, man setzt eine Erwartung in jemanden und dann ist man aber ganz anders, ja, und das war schon schwierig. Und da habe ich doch öfters auch immer, wenn ich woanders gewesen bin, gesagt, Franziska Stetten, da war das nie ein Problem. Da hat nie einer gefragt und nie einer geguckt. Und sobald dann irgendein Fond dabei ist, dann guckt man. Und das war schon, gerade in der Zeit habe ich mir das schon öfters mal gewünscht, ja. Und wir sind ja hier in Heilbronn, also all die von Ihnen, die aus Heilbronn kommen, setzen Sie ins Auto, am besten heute noch, 30 Kilometer. Und hinter der Stadtgrenze Heilbronn, wenn das Hohenloher Land beginnt, da ist alles einfach noch viel besser. Vielen Dank an die Teilnehmer dieser Runde. Lustig, habe ich Ihnen den Wein geklaut, so soll das ja gar nicht sein. Ich möchte herzlich Danke sagen, dass Sie die Zeit genommen haben, dass Sie mit uns das heute mitgemacht haben und dass Sie uns ein wenig auch Einblick gegeben haben in das hoheitliche Leben. Wir haben jetzt gehört, royal wollen wir es gar nicht mehr nennen, aber ganz ehrlich, so ein bisschen royal, ein bisschen royaler Glanz tut einem Landkreis auch gut. Herzlichen Dank an Sie alle.